So, hier haben wir eine Acebeam X45 Version 2. Super gute, starke Allrounder-Lampe mit 18.000 Lumen. Hat eine gute Reichweite, 622 Meter. Und doch auch sehr, sehr viel Flutlicht. Ein breiter Leuchtkegel. Und nicht allzu schnell überhitzen, ist also wirklich eine super gute Lampe, so ein für eigentlich fast alle Zwecke. Hat ein bisschen Gewicht und natürlich auch ihre Grösse, aber man kann sie doch noch relativ gäbig tragen. Jetzt schnell zuerst noch kurz zu den Leistungsdaten. 96.569 Candela. Eine Beamdistanz von 622 Meter. Hier zu den einzelnen Stufen. Im Maximum eben haben wir die 18.000 Lumen. Und dann ist noch ein Firefly-Modus vorhanden mit 10 Lumen. Dort haben wir eine maximale Laufzeit von 310 Stunden. Geht dann hoch auf 800, 2000, 5000, 9000 und dann ins Maximum hoch bis auf 18.000 Lumen. Zusätzlich eben dann noch ein Strobo-Modus mit 5000 Lumen. Jetzt zu der Bedienung. Wir haben einen Knopf vorhanden. Und den können wir brauchen, um die Lampe einschalten, abstellen, sowie auch zur Wahl von den verschiedenen Leuchtstufen und auch zur Aktivierung des Strobo-Modus. Die Lampe ist tailstandfähig, das heisst, wir können sie hier so vor uns aufstellen und das auch je nachdem den Raum indirekt beleuchten. Hier hinten ist noch zusätzlich so eine Öse angebracht, wo wir dann auch noch ein Tragebang montieren können. Jetzt ist momentan gerade der Sperrmodus aktiv, das heisst, wir müssen hier den Bedienknopf länger gedrückt halten und dann können wir die Lampe hier entsperren. Jetzt ist die Lampe wieder aktiv so und mit einem normalen Knopfdruck können wir den ein- und ausschalten, dann gedrückt halten und dann geht es durch die einzelnen Leuchtstufen. Mit einem Doppelklick können wir in die zweithöchste Stufe und nochmal ein weiterer Doppelklick geht dann ins Maximum mit 18.000 Lumen. Die Lampe tut, sobald sie heiß genug wird, automatisch zurückschalten, damit sie nicht überhitzen kann. Wenn wir die Lampe wieder sperren wollen, dann können wir, wenn sie ausgeschaltet ist, hier den Bedienknopf länger gedrückt halten. Oder das geht sie dann direkt in den Sperrmodus. Das heisst, wir können sie nicht mehr versehentlich aktivieren. Wichtig ist gleich auch, dass wir sie transportieren, dass wir, wenn möglich, die Akkus entfernen. Durch das haben wir komplette Garantie, dass sie nicht sich einschalten automatisch, wenn es dann gleich irgendwie blöd würde gehen. Und sie doch trotz dem Sperrmodus sich einschalten würde und dann irgendwie auf die maximale Leistung ging, dann könnte, wenn es ganz, ganz blöd ging, ein Brand entstehen. Sie wird extrem heiß fahren am Lampenkopf. Darum besser immer jeweils die Akkus entfernen, wenn wir sie gerade speziell neu im Gepäck lagern oder transportieren. Jetzt hier zu den Akkus. Betrieben wird sie von 4 Stück 18650er. Sie sind hier so in den Akkukäfig eingespannt. Zusätzlich brauchen wir ein Ladegerät. Das ist hier so nicht vorhanden im Lieferumfang der Lampe. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne ein E-Mail schreiben oder anrufen. Ihr findet weitere Infos auch auf der Webseite im Onlineshop unter www.muelleroutdoor.ch. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich auf eure Nachricht oder auch auf eure Bestellung. Merci.